137 von 170 Abgeordneten stimmten am Donnerstag für die Impfpflicht. Dabei haben alle Ja-Parteien so ihre Probleme. Bei der ÖVP fehlte mit Gudrun Kugler eine angebliche Impfpflichtgegnerin. Bei den Grünen ersparte sich Eva Ernst-Jetschitz ihr Ja. Bei den Neos stimmten gleich 3 Abgeordnete gegen die Impfpflicht. Doch die meisten innerparteilichen Wickel gibt es in der SPÖ, wo mit dem Bauholzgewerkschafter Josef Muchitsch ein Politschwergewicht gegen das Gesetz gestimmt hat. Auch der aktuell Covid-erkrankte Steirer Max Lercher hätte dagegen gestimmt, wäre er da gewesen. Dass SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner das Impfpflichtjahr durchgesetzt hat, sorgt für heftige Reaktionen. OE24 liegen mehrere Austrittserklärungen sowohl aus der SPÖ als auch dem ÖGB vor. Die Schreiben kommen aus der Steiermark und aus Niederösterreich. So schreibt ein Kapfenberger, es wurde jetzt ein Punkt überschritten, der für mich zu weit gegangen ist. Die Zustimmung zum Impfpflichtgesetz. Eine Frau schreibt wegen der Impfpflicht, trete ich nach 46 Jahren Mitgliedschaft aus der Partei aus. In der SPÖ will man von der Austrittswelle nichts wissen. 80% der SPÖler sind für die Impfpflicht.